herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Wir spielen Power to the People. Ich habe den Kiefer für dieses Spiel vom Entwickler zur Verfügung gestellt bekommen. Herzlichen Dank von meiner Seite. Ja, darum eben auch als Werbung markiert, zumindest der erste Teil. Wir fangen an, würde ich sagen, mit den Tutorials. Jawohl, drei Stück gibt es davon. Grundlagen, Erweitert und Experten. Ich würde mal sagen, fangen wir mit dem ersten an. Na, erstmal die Grundlagen. So, Grundlagen-Tutorial, Klimainformation. Wir haben hier einmal die Temperatur. Unten, oben, unten. Wir haben den Wind. Oben, runter. Also im Grunde entgegengesetzt zur Temperatur. Und Regen. Im Grunde so ähnlich wie der Wind. Bei viel Wind ist viel Regen. Und ja. Und wie gesagt, entgegengesetzt dazu die Temperatur. So. Und das über das ganze Jahr gesehen. Okay. Herzen und Hügge. Wohngebäude werden erst nach einer Stunde ohne Strom unzufrieden, da sie den Anlass entsprechend Kerzen anzünden und es sich gemütlich machen. Hausgemacht. Keine Stromverbrauchsspritzen für Restaurants zur Abendessenszeit. Und Tutorial, eine sehr begrenzte Auswahl an Stromanlagen steht dir zur Verfügung. So, schauen wir doch mal. Willkommen zu Power to the People und herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung zum Stromarchitekten. Mit Spannung führe ich dich durch deine allerersten Schritte im Spiel. Mit Spannung, aha. Okay, kleines Wortspiel. Tutorial Town 10 Einwohner, denke ich mal. 8,4 Megawatt brauchen die, vermute ich mal. Wie man sieht, die haben alle keinen Strom. Mein Name ist Bob und ich bin hier, um dich anzuleiten. Dein Ziel ist es, eine ständig wachsende Bevölkerung mit Strom zu versorgen und dabei eine hohe Kundenzufriedenheit zu erhalten. Ich war der Stromarchitekt vor dir. Wenn die Kundenzufriedenheit, die in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt wird, unter 50% fällt, ist das Spiel vorbei. Glaub mir, ich weiß das. Also da Kundenzufriedenheit. Das Spiel wird angehalten, bis du dein erstes Gebäude aufgebaut hast. Und Geld, wenn ich das richtig sehe, haben wir unendlich viel Geld. Gut. Unendlich viel Geld kann nur gut sein. Im oberen Teil des Bildschirms hast du viele nützliche Informationen wie das Datum und den Wetterbericht. Auf der linken Seite und deine Mittel auf der rechten Seite. Die Mittel hat man schon gesagt. Da, und hier ist der Wetterbericht. Jawohl. Aktuelle Windgeschwindigkeit, Geschwindigkeiten unter 8 Meter pro Sekunde, 18 Ampere, also Miles Power, wirken sich negativ auf die Leistung des Windparks aus und bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten stoppen sie dann komplett. Okay. Ja, heute 11,7, morgen 12,5, jeweils 4 bis 11 Grad. Heute sonnig, morgen sonnig bis wolkig, also so mischtig. Okay. Gerade hast du Zugriff auf unendlich viel Geld. Ja, das hat man schon gemerkt. Aber das wird sich in der realen Welt, das wird in der realen Welt nicht der Fall sein. Schade eigentlich. So, unten findest du die Aktionsleiste, mit der du neue Gebäude und Stromleitungen platzieren kannst und die Minikarte. Du kannst die Minikarte verwenden, um in der Welt zu navigieren und zu sehen, wo sich die verschiedenen Städte befinden.
Also wir können dahin klicken, wir können dahin klicken und dahin klicken und dahin klicken und da. Und so wie es aussieht, ist das im Augenblick die einzige Stadt. Macht ja nichts, ist ja gut so. So, rein und raus scrollen, ist auch klar. Und wir können mit Q und E das Ganze dann auch noch so ein bisschen drehen. Cool. Weiter. Wo das nun geklärt ist, lass mich ein bisschen was dazu zeigen, wie die Dinge funktionieren, damit du diese undankbaren Kunden mit Strom versorgen kannst. Das erste, was du verstehen musst, ist, dass du Gebäude in der Innenstadt mit Niederspannungsstrom versorgen musst. Deine Kraftwerke erzeugen aber Hochspannung. Ja. Hochspannung kann fast ohne Verluste über große Entfernungen übertragen werden, während Niederspannung nur für die Verteilung vor Ort an deine Kunden verwendet wird. Lasst uns anfangen. Klicken wir zunächst auf die Taste Neues Kraftwerk in der Aktionsleiste und wählen das Gaskraftwerk aus. Zack, Gaskraftwerk. So, da soll ich es hinsetzen. Darüber hinaus okay, das ist hochgefahren. Als nächsten Schritt, der nächste Schritt besteht darin, ein Umspannwerk zu platzieren. Du wandelst den Hochspannungsstrom aus den Kraftwerken in kundengerechte Niederspannung um. Dabei wird jedoch etwas Energie verschwendet. Nein, die wird nicht verschwendet, sondern man hat Verluste dabei. So, wähle in der Aktionsleiste das neue Umspannwerk. Und das sollen wir da hinsetzen. Toll, platziere es nun an der hervorgehobenen Stelle in der Nähe unserer Kunden. Auch Umspannwerke wirken sich negativ auf die Kundenzufriedenheit aus, wenn sie zu nah an Gebäuden stehen. Aber ihre Auswirkungen sind in der Regel viel geringer als die von Kraftwerken. Ebenso wie Kraftwerke können Umspannwerke nicht innerhalb der Grenzen einer Stadt platziert werden. Diese Regeln sind so nervig. Wir machen uns unsere Arbeit nur schwer. Okay. Jetzt fehlt nur noch eins: Kabel, um unsere brandneuen Gebäude und unsere Kunden miteinander zu verbinden. Wähle zuerst die Taste Hochspannungsleitung. Klicke dann auf das Ende der hervorgehobenen Linie und ziehe sie bis zum anderen Ende der Stromleitung, um Stromleitung zu legen. Zack, also so. Jo, gut. Jetzt ist das Kraftwerk mit dem Umspannwerk verbunden. Das letzte Puzzleteil besteht darin, das Umspannwerk mit unseren Kunden zu verbinden. Wähle die Taste Niederspannungsleitung und mach dann das gleiche wie zuvor, indem du Kabel auf allen markierten Quadraten verlegst. Du musst das aber in zwei Schritten tun. Also, ah ja. So, alle unsere Komponenten sind jetzt an Ort und Stelle und klar, um zusammenzuarbeiten. Das Gaskraftwerk wird Strom erzeugen und ihn in das Umspannwerk übertragen. Das wandelt ihn in Niederspannung um und verteilt ihn an unsere Kunden. Zeit zum Entspannen. Lass mich bis zum Tagesende vorspulen. Sind die Lichter der Stadt nicht wunderhübsch? Kann ich nicht sehen, da hat sich gerade so ein komisches Bild vor aufgebaut. Aber weißt du, was noch schöner ist? Dieser Tagesabschlussbericht, der dir zeigt, wie viel Energie du verkauft hast und welchen Gewinn du für die feinen Herrschaften gemacht hast. Kundenzufriedenheit, Gesamtenergie, verkaufte Energie, Wohngebäude,
Öffentlicher Raum macht ein Einkommen von 5.257. Feste Ausgaben, zwei Gebäude, 1.030. Stromerzeugungskosten, 160 Megawattstunden, 1.120. Stromleitungen, Wartung 40 und Kreditrückzahlung 0. Kosten 2.190. Profit 3.067. Ja. Klicke auf die Pfeiltaste unten im Fenster, um den Tagesabschluss zu schließen und weiterzukommen. Wenn der Tag zu Ende geht, kannst du die Zeit anhalten. Die ist angehalten. Um dein Stromnetz zu erweitern und zu reparieren. Aber sobald du die Zeit wieder startest, geht es ohne Pause bis zum nächsten Tagesende. Mit der Zeit wird die Stadt wachsen und neue Städte werden gebaut. Du kannst die Infrastruktur erweitern, um der Nachfrage gerecht zu werden. Du wirst vorerst gut mit nur einer Niederspannungsleitung auskommen, aber wenn die Stadt weiter wächst, kann sie überlastet werden und du musst zusätzliche Leitungen legen. So sagt man jedenfalls. Niederspannungsleitungen können bis zu 30 Megawatt führen. Wenn ihre Leistung für längere Zeit überschritten wird, werden sie ausfallen, oft wie ein Feuerwerk. Hochspannungsleitungen können größere Belastungen bewältigen, bis zu 100 Megawatt. Gleiches gilt für Umspannwerke. Ein einfaches Umspannwerk kann kontinuierlich bis zu 50 Megawatt Energie und in Stoßzeiten bis zu 60 Megawatt liefern. Wenn du es aber mehrere Stunden lang auf Höchstleistungen betreibst, kann dies zu einer Explosion führen. Vertraue mir, ich habe das am eigenen Leibe erfahren. Das lässt die Stadt im Dunkeln sitzen und die Kundenzufriedenheit wird schnell sinken. Deine Chefs werden unzufrieden sein und du wirst Worte wie inkompetent und unerfahren zu hören bekommen. Es gibt noch einiges mehr, das du wissen solltest. Über Wartung, Energiespeicherung, Forschung und wie sich das Wetter auf dein Stromnetz auswirkt. Aber das ist nicht mehr mein Problem. Ein letzter Tipp. Wenn du mit der rechten Maustaste auf das Kraftwerk und Umspannwerk klickst, auf Kraftwerke und Umspannwerke klickst, erhältst du Zugriff auf ein Einstellungsfenster. Hier kannst du den Status der Werke überprüfen und festlegen, wie sie sich verhalten sollen. Aber all das lernst du im nächsten Tutorial oder auf eigene Faust, wenn das dein Ding ist. Viel Glück, dass dich nicht feuern, wie der gute alte Bob. Damit haben wir das erste Tutorial fertig. So, und ja, wir wollen zum nächsten Tutorial-Schritt gehen. Das wäre das hier. So, es regnet viel, es ist gleichmäßiger, leichter Wind und die Temperaturen sind, ja, der Unterschied ist größer als bei dem anderen, was wir vorher hatten. Kerzen und Hügel. Wohngebäude werden erst nach einer Stunde, das hatten wir ausgemacht, keine Stunden für Restaurants und Tutorien, sehr begrenzte Auswahl an Stromanlagen steht da zur Verfügung. Ja, probieren wir es doch. Okay. Das ist das Kraftwerk.
28 von 80. Biomasseanlage. Ein einfaches Umspannwerk. 26 von 50. Und das sind die Häuser. Gut. Derzeit verbraucht die Stadt 24 Megawatt. Aber in nur wenigen Stunden wird die Nachfrage steigen und 40 Megawatt erreichen. Wie du in der langweiligen Grafik auf der linken Seite sehen kannst. Okay. Das bedeutet, dass wir bald ein kostenloses Feuerwerk sehen werden. Wir haben ein Glück. Okay. Wow, ich werde es nie müde, diese Explosion zu sehen. Und es ist schon so spät, meine Schicht ist fast vorbei. Ich muss jetzt los. Da ist diese Fernsehshow, die mich gerade in ihren Bann zieht. Und das klingt viel besser, als dir hier zu helfen. Hallo, es ist großartig, dich kennenzulernen. Mein Name ist Hertha und ich bin hier, um dir mit dem Chaos zu helfen, den Bob uns hinterlassen hat. Wie du gesehen hast, wird eine Stromleitung ausfallen, wenn sie für lange Zeit ihre maximale Nennleistung überschreitet und aufhören, den Strom zu leiten, bis sie repariert ist. Das führt manchmal zu einem Dominoeffekt, da andere Stromleitungen Schwierigkeiten haben, die zusätzliche Belastung zu bewältigen, die aufgrund der ausgefallenen Leitung im System vorhanden ist. Du kannst die Stromleitung mit der rechten Maustaste anklicken oder mit der Maus darüber fahren und dann die Taste Reparieren drücken, um das Problem zu beheben. Das kostet allerdings Geld und dauert eine Zeit. Fantastisch. Jetzt läuft alles wieder normal. Ich bin mir sicher, dass sich unsere lieben Kunden darüber freuen. Aber es wird wieder alles schief gehen, wenn wir unser Stromnetz nicht besser auslegen. Das wird morgen während der Stoßzeiten wieder passieren. Und dann wieder am nächsten Tag, bis wir das Stromnetz verbessern. Oder bis sie dich feuern. Wichtig zu beachten ist, dass unsere Umspannwerke ausfallen können. Dass auch Umspannwerke ausfallen können, wenn die maximale Nennleistung längere Zeit überschritten wird. Und dann hast du ein sehr ernstzunehmendes Problem. Bob hat diese Lektion auf die harte Tour gelernt. Mehrmals. Wenn wir uns die Informationen zur Stromerzeugung ansehen, haben wir genug Strom für alle Menschen. Wir brauchen nur mehr Stromleitungen, um die Auslastung zu verteilen. Um unser aktuelles Problem zu lösen, wäre das Niederspannungsleitungstool in der Aktionsleiste. Wähle das Niederspannungstool in der Aktionsleiste und füge dann eine zweite Stromleitung auf den von mir markierten Quadranten hinzu. Perfekt. Jetzt wird die Auslastung zwischen den beiden Stromleitungen aufgeteilt, damit dieses Problem nicht noch einmal auftritt, zumindest bis die Stadt stark wächst.
Nun gibt es noch etwas, das ich dir gerne beibringen möchte. Diese Biomasseanlage arbeitet abends sehr nahe mit ihrer maximalen Kapazität. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, was wir tun, wenn die Nachfrage stark ansteigt? Wir müssen in der Lage sein, Energie zu speichern, um sie später freizusetzen. Energiespeicheranlagen speichern automatisch Energie, wenn die Erzeugung den Bedarf übersteigt, und geben sie frei, wenn das Gegenteil eintritt. Einige von ihnen können ihre Energie schnell freisetzen und einige sind hervorragend für Nachfragespitzen. Andere haben eine enorme Kapazität, können die Energie aber nur langsam freisetzen, wodurch sie sich perfekt als Ergänzung zu Wind- und Solarstromanlagen eignen. Wähle die Taste Energiespeicher und wähle Lithium-Ionen-Batteriefarm. Dies ist mein Favorit. Sie kann eine gute Balance zwischen Leistungsabgabe und Kapazität vorweisen. Was für ein schönes Gebäude. Jetzt fehlen nur noch die Verbindung der neuen Lithium-Ionen-Batteriefarm mit dem Kraftwerk. Verwende das Hochspannungstool, um eine neue Stromleitung auf den von mir markierten Quadranten zu platzieren und das Kraftwerk mit dem Energiespeicher zu verbinden. Jetzt funktioniert alles perfekt. Lass es mich dir zeigen. Kannst du sehen, dass die Batterie Energie speichert, damit sie später verwendet werden kann? Diese wird automatisch freigegeben, sobald die Nachfrage die Energie übersteigt. Alles sieht schon viel besser aus. Aber wir haben noch ein weiteres Problem, um das wir uns kümmern müssen. Siehst du die Benachrichtigung in der oberen rechten Ecke des Bildschirms? Biomasseanlage wird in 15 Stunden wegen Wartungsarbeiten heruntergefahren. Na toll. Kraftwerke müssen regelmäßig für Wartungsarbeiten abgeschaltet werden. Dann gehen sie für ein paar Stunden offline. Und in der Zeit produzieren sie keine Energie. Unsere Batteriefarm wird uns also auch dabei helfen. Der beste Weg, sich auf die Wartung vorzubereiten, besteht darin, sicherzustellen, dass das Personal ordnungsgemäß geschult ist, damit die Wartung so schnell wie möglich durchführen kann. Öffne das Tech-Tree-Fenster, indem du die Taste in den Aktionsleisten klickst. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann, tschüss!